Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Oh, wie nett von dir, gib her. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Gutes Motto. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Todeskontrollen. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Von wo? Da? Nee. Artyom, hol dir eine Waffe. Rief von dir eine? Nee, von dir? Ah, von hier. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station ein. Okay, das hatte ich gerade schon rausgefunden, zum Glück. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Und dort vielleicht? Ich fühle mich nicht wohl mit nur einer Pistole. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Okay. Da sind sie. Ja, gut gemacht, Hunter, gut gemacht. Und wo? Da. Hey, komm schon. Nein. Komm schon. Okay. Ist der schon? Ist der schon. Das geht ja gerade noch. Hallo da oben. Okay, den krieg ich darüber anscheinend nicht erlegt. Schnell nachladen, bevor die nächsten hier reinkommen. Oh, da oben. Okay. Nein, da. Wieso nicht? Jetzt kommen wir bisher doch auch ganz gut. Komm schon. Nein. Okay, ich habe keine Munition mehr. Messer. Das geht auch mit dem Messer ganz gut. Wir können sie wohl aufhalten, das klappt schon. Weg von meinen Freunden! Ihr Bestien! Nein, weg von ihm! Und weg von mir, du Mistvieh! Ja, hat doch geklappt. Artyom, bist du okay? Ja, klar. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Hab dich auch lieb. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Nein! Da müssen wir da hin. Oh, fuck. Verdammt! Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht.
Kein Problem, mein Freund. Das schaffen wenn wir. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Ich verstehe! Kapitel 1. Die Reise beginnt. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ich werde mein Bestes geben. Wo ist wahrscheinlich bei jedem Urlaub laufen, dass ich alles vergesse. Sie haben gerade ein paar Magazine mit Militärmunition erhalten. Die Qualität und Schusskraft dieser Patronen von vor der Apokalypse machen sie sehr wertvoll. Militärmunition kann bei Händlern als Währung zum Kauf von Waffen und Gegenständen genutzt werden. Sie kann auch gegen andere Munitionstypen getauscht werden. Seltene und wertvolle Militärmunition kann an ihrem einwandfreien und glänzenden Metallgehäuse erkannt werden. Ich finde es ja schön, wie die auch hier die Munition wirklich Mun nennen. Schöne Musik. Wenn Sie sich verlaufen haben oder Ihr Ziel wissen möchten, können Sie M drücken, um Ihr Journal zu öffnen. Machen wir das direkt mal. Okay. Es gibt mir nur einen Kompass. Ah, ein Kompass ist so ein kleiner grüner Pfeil, der mir die Richtung anzeigt. Okay. Drücken Sie L. Okay. Ah, Fahrzeug. Okay. Cool, das Fahrzeug sieht aus wie eine Patrone. Coole Idee. Kleine Details. Gefällt mir immer wieder ganz gut, wenn die so kleine Details einbauen. Hallo. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Ist okay, mein Freund. Ich muss eh hier lang. Ich kann dich nicht durchlassen. Ja, ich hab's verstanden. Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Geht nicht auf. Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Hallo. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Oh, ja, warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Wie wäre es mit ich weiß. Wie na, mein Kleiner. Mit deinem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Ach ja, wahrscheinlich tot. Wie so viele hier. Da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Oh. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Na, dann mal los, Mädchen. Was denn hier? Na, schön am Pennen. Die Apokalypse ist draußen los und du pennst einfach. Ist ja unglaublich hier. Vergiss nicht mit M zu drücken und mit ja, brauche ich jetzt nicht. Überall Dreck, nur Dreck. Na, der war gerade da. Da. Du das? Niemand zu Hause. Natürlich, und niemand antwortet natürlich auch. Wer ist da? Artyom. Bist du das? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ja, klein mir doch die Tür vor der Nase zu. Unhöfliches Pack hier, ey. Bist du das, Peter? Nein. Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Penny? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Mach auf! Ah, jetzt geht's nicht mehr.
Oh, Munition gefunden, cool. Im Topf natürlich. Kein Gas verschwenden hier. Was gibt's denn bei euch Leckeres? Hallöchen. Stumme Gespräche, okay. Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum und hinterlässt nur Dreck. Wer ist das? Artyom. Du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Ja. Lass mich etwas ausruhen, ja? Na gut, mein Freund, schlaf. Ich muss bald auf Wache. Dann schlaf. Hallo. Hau ab, Artyom. Geht das nicht auch ein bisschen freundlicher? Hier, du hast da einen Fleck übersehen. Meine Güte. Die laufen sogar durch mich hindurch. Ich mach mir doch solche Sorgen. Okay, Papa. Tut mir leid. Wie unhöflich die teilweise hier sind. Hallo. Hey, du. Komm mal hierher. Sprechen verboten. Hast du gehört? Okay, ich gehe lieber von dem weg. Solltest gehen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Nix. Ich will hier möglichst alles mitnehmen an Gesprächen. Gott, wie kann das bloß sein? Sag mir. Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Besorge das Geld. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Wie viel denn? Sorry, ich glaube, ich brauche jeden einzelnen Schuss, den ich kriegen kann. Ich weiß nicht, wie viel ich dir geben soll. Ich möchte nicht, dass ich dir nachher alles gebe, deswegen tut mir echt leid. Ist schon in Ordnung, ich verstehe das. Es sind für alle harte Zeiten. Tut mir echt leid, aber wenn du mir nicht sagst, wie viele du brauchst... Ja, was brauchst du? Hey, lass uns gehen! Nix. Vorsicht, Kinder! Rennt nicht alle über den Haufen! Oh. In der ganzen Metro finden sich Händler, bei denen Waffen und andere Gegenstände gekauft werden können. Magazine mit Militärmunden von Kaliber 5,45, die von der GAU produziert wurden, werden als Währung genutzt. Militärmunden ist leicht zu finden, denn im Vergleich zu den einfachen, weniger wirkungsvollen, schmutzigen Patronen, die von den Bewohnern einer Metro hergestellt wurden, sehen sie sauber aus und glänzen. Es gibt Wechselstuben, an denen sie Militärmunden gegen schmutzige Patronen tauschen können. Okay. Was zum Teufel willst du? Patronen im Krieg ist die Waffe der Best. Wenn du es sehen Hallo. Kannst, kannst du es auch töten. Das ist ein gutes Motto. Revolver mit verlängertem Lauf. 33, vielleicht ein 13. Kann ich irgendwas leisten? Ja, Medipack. Sind immer Nüsse in Ordnung. Nee. Wie sie wollen. Das sieht aber auch lecker aus. Ja. Schon wieder betrunken. Na ja. Hallo. Ich kann kaufen und verkaufen. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Okay, ich kann eine gute Patrone in drei schlechte Patronen verkaufen. Oder in fünf noch schlechtere Patronen. Oder wenn ich sechs von meinen mittleren gebe, kriege ich eine sehr gute oder zehn von den ganz schlechten. Okay, das ist ein sehr schlechter Wechselkurs. Der fällt mir gar nicht. Komme ich ja gar nicht durch. Hey? Wer ist da? Artyom. Du bist es, Artyom. Ja, ich bin's. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hatte doch eigentlich hinten eine Wohnung und hat genau dasselbe gesagt. Sogar mit demselben Gesicht. Charakter wieder auf Bewahrung. Möchtest du auch einen Drink? Nee, danke, ich muss arbeiten. Du schließt dich der Karawane an, Artyom. Ja. Dann viel Glück. Danke. Hallo, Artyom. Hallo. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Ja, kein Problem. Noch nicht durch. Ist nicht schlimm, lies ruhig weiter. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten.
Kein Problem.